Also. Das war der österreichische Dichter Franz Grillparzer, der einmal gemeint hat, Österreich ist eine kleine Welt, in der die Große ihre Probe hält. Und offensichtlich wird diese Probe nicht nur als solche, sondern auch als Vorbild gesehen. Denn ich darf Ihnen zitieren aus dem Bericht der Weltbank, wo steht, Austria is the showcase of reform in Europe. Also Österreich ist das Aushängeschild der Reformen in Europa. Warum schreibt man das dort? Österreich wächst auffallend stärker als die meisten Länder der Europäischen Union. Und zwar deshalb, meine Damen und Herren, weil diese Bundesregierung Maßnahmen gesetzt hat, nämlich eine aktive Wachstums- und Beschäftigungspolitik, moderne Steuersätze, die Senkung der Steuerabgabenquote auf 40,6%, einen ausgeglichenen Haushalt über den Konjunkturzyklus und ähnliches mehr. Wir haben also den Staat moderner gemacht. Österreich ist inzwischen ein Standort, um den uns viele andere Länder beneiden. Etwa in den 90er Jahren, meine Damen und Herren, ich darf es in Erinnerung bringen, wurde Österreich von internationalen Organisationen wie zum Beispiel der OECD kritisiert, eben wegen zu hoher Steuerquote, wegen fehlender Beschäftigungspolitik, wegen schwachem Wirtschaftswachstum. Und 2004, man höre und staune, werden wir von denselben Organisationen gelobt. Das ist doch erfreulich und eine sehr positive Entwicklung. Und es ist deshalb auch kein Wunder, dass sich Österreich besser entwickelt in vielen Faktoren, Indikatoren, als etwa unsere Nachbarländer, die auch einmal Vorbild waren, wie die Schweiz, wie Italien und insbesondere wie Deutschland. Dazu einige Beispiele. Wir haben zum Beispiel 27.000 Beschäftigte mehr als im Jahr 2003. Wir haben aber gar 100.000 Beschäftigte mehr als im Jahr 1999. Die Exporte sind in Österreich im ersten Halbjahr 2004 um ganze 11% gestiegen. Das ist ein Rekordwert. Das bedeutet auch 50.000 Arbeitsplätze zusätzlich. Das bedeutet, dass wir den Exportweltmeister von früher, Deutschland, deutlich übertroffen haben. Wir haben über 1.000 Headquarters mit zentral- und osteuropäischer Auswirkung. Wir haben 50.000 Unternehmen mehr als im Jahre 1999. Aber diese Regierung, meine Damen und Herren, hat auch für den Mittelstand, für die mittelständische Wirtschaft etwas getan, sie nämlich gestärkt. Wenn 1999 die Eigenkapitalquote der österreichischen Wirtschaft bei 21,4% lag, dann lag sie im Jahr 2003 bereits bei 27%. Wir haben, meine Damen und Herren, aber auch eine gute, verhältnismäßig gute Arbeitslosenquote heute schon diskutiert. 4,5% in Österreich, 8,5% in Italien, 9,8% in Deutschland. Zusammengefasst, vergleichen wir, denn der Vergleich macht uns sicher. Wir sind die Besseren. Ich nehme das, meine Damen und Herren, auch zum Anlass, einmal ein herzliches Danke zu sagen. Danke an die österreichische Bevölkerung, aber vor allem auch Danke an die österreichische Unternehmerschaft, die nämlich seit dem Jänner 2000 oder dem Februar 2000 diesen Reformkurs mitgeht, mitträgt, obwohl das nicht immer leicht ist. Aber ich denke, wir können sagen, wir sind jetzt über dem Berg. Wir haben gute internationale Wirtschaftszahlen. Wir machen jetzt die größte Steuerentlastung, die es jemals in der Zweiten Republik gegeben hat, nämlich 3 Milliarden Euro Entlastung. Wir haben jetzt die Pensionen sichergestellt. Wir investieren jetzt, Herr Kollege van der Bellen, in Ausbildung in die Universitäten so viel wie nie zuvor in diesem Lande. Wir investieren jetzt für Forschung und Entwicklung so viel wie nie zuvor in diesem Lande. Wir investieren jetzt in den Ausbau der Infrastruktur so viel wie nie zuvor in diesem Lande. Das sind Zeichen der Ernte. Das ist die Zeit der Ernte. Wir geben, wenn Sie so wollen, der Bevölkerung die Erfolgsdividende dieser Regierung zurück. Das sind die Auszahlungen, die wir jetzt und in den nächsten Jahren vornehmen können. Meine Damen und Herren von der Opposition, Sie haben die präsentierte und herauslesbare steigende Quote des Defizits kritisiert. Ja, zu diesem Defizit stehen wir auch. Es liegt immer noch unter dem Schnitt der Jahre, wo Sie Verantwortung getragen haben, ein Teil der Opposition zumindest. Und wir stehen dazu, weil wir eine Steuerreform, wie schon viel zitiert, auch mitverantworten und wollen. Und zwar nicht wie in früheren Jahren mit Gegenfinanzierung, sondern eine echte Entlastung, insbesondere der kleinen und mittleren Einkommen, aber auch eine echte Entlastung der Unternehmerschaft. Das heißt auch wiederum in Summe gesehen Kaufkraft, das heißt in Summe gesehen Arbeitsplätze.
Und ich attestiere dem Herrn Kollegen Busenbauer ein Langzeitgedächtnis, wenn er gemeint hat, Sparpaket sollte man zu dem sagen. Ja, früher haben diese Dinge unter Ihrer Verantwortung Sparpakete geheißen, nämlich die Bevölkerung wurde animiert zu sparen, der Staat hat es nicht getan. Wir machen das anders. Meine Damen und Herren, auch noch ein Wort zu dem, was Herr Kollege van der Bellen gesagt hat. Natürlich nicht allein die Steuerreform macht das Defizit aus. Es waren auch die Konjunkturpakete 1, Konjunkturpaket 2, Wirtschaftswachstumspaket und die Steuerreform. Hätten wir das nicht gemacht, die waren aber gut für das Wirtschaftswachstum, das wissen Sie, hätten wir die nicht gemacht, hätten wir 2005 ein ausgeglichenes Budget und hätten 2006 bereits einen Überschuss. Und zum Schluss, meine Damen und Herren, zwei Zahlen. Ich habe hier Tafeln vorbereitet, weil sie offensichtlich Schemen oder schematische Darstellungen lieber haben als Zahlen. Das ist die Entwicklung, Herr Kollege van der Bellen, im Bereich Forschung und Entwicklung im Budget. Die Offensive kennen Sie selber. Eine Entwicklung, die zeigt +47% zwischen 2000 und 2004. Und die zeigt die letzten 10 Jahre, man hat so viel getan und gibt so viel aus wie nie zuvor. Und vielleicht noch eine Steigerung, Herr Kollege Brockhall, was die Infrastruktur betrifft, inklusive ÖBB und Schienenausbau, +32% zwischen 2000 und 2004. Ich stelle Ihnen diese Tafeln gerne zur Verfügung zum Nachrechnen. Man kann dieses gute Budget in 7 Minuten nicht erläutern. Deshalb muss ich schon Schluss machen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass in den letzten 7 Jahren die Quote zur Forschung und Entwicklung zum BIP doppelt so schnell gestiegen ist wie das BIP selbst. Das kann ich Ihnen sagen. Und ich möchte Ihnen abschließend auch etwas sagen, nämlich eine Antwort, die Bill Gates einmal gesagt hat, als er nach seinem Erfolgsrezept gefragt wurde. Er hat gesagt, zwei Dinge gehören dazu. Einmal klare Ziele. Und zum Zweiten den brennenden Wunsch, diese zu erreichen. Ich kann im Namen der gesamten Bundesregierung sagen, wir haben klare Ziele, wir haben den brennenden Wunsch, diese zu erreichen und wir haben auch das Budget dazu. Wir sind auf dem Erfolgsweg.